shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und das Lustige daran ist, das Bikers DLC ist jetzt gerade mal ein paar Stunden alt und es gibt schon einen neuen Glitch. Und zwar, es gibt doch die neuen Rockerhelme, wo ihr dann, wenn ihr denn so einen Rockerhelm anhabt, dann könnt ihr auch noch so Halbmasken tragen. Ich zeige es euch jetzt gerade mal, was ich meine. Und zwar, wenn ihr da unter Helme durchklickt und so einen Stahlhelm habt oder so einen Kugelhelm oder was weiß ich was, dann habt ihr unten die Kategorie Halbmaske. Die könnt ihr dann nur anziehen, wenn ihr solche, ja, Kuppelhelm oder wie sich das nennt, anzieht oder anhabt. Dann könnt ihr auch die Halbmaske anziehen. Und mit diesem kleinen Glitch zeige ich euch, wie ihr nur diese Halbmaske tragen könnt ohne diesen Helm. Nur ganz kurz zur Ergänzung. Hier unten am Maskenladen könnt ihr die ganzen Helme kaufen. Und zwar ganz unten in der Kategorie. Dort befinden sich die ganzen Stahlhelme, die ich meine. Und gleich daneben sind die Masken, wo ihr euch die Halbmasken kaufen könnt. Also auf Nummer 3 nennt sich das Biker und dann könnt ihr euch die Farben auswählen. So, und jetzt zeige ich euch ganz kurz auf der Karte noch, für die Leute, die wirklich nicht wissen, wo der Maskenladen ist, was ich mir fast nicht vorstellen kann, gerade noch kurz auf der Karte, wo das war. Jetzt müsst ihr einfach nur noch zu einem Fernrohr hinfahren und das macht ihr jetzt gerade mal. So, und hierfür braucht ihr einfach nur so ein Fernrohr, das könnt ihr im Apartment machen mit dem Glitch oder hier unten am Pier. Und zwar, ihr stellt euch so an das Geländer hin, drückt die Viereck-Taste, um drüber zu springen, und gleichzeitig die Steuerkreuz-Taste nach rechts, um in das Fernrohr reinzuschauen. Dann stellt ihr sie so ganz komisch hin und danach müsst ihr einfach nur noch weglaufen. Und wie ihr seht, ihr habt die Halbmaske an, aber der Helm fehlt. Und jetzt könnt ihr dann ganz normal in euren Klamottenladen oder Kleiderschrank oder sonst irgendwo abspeichern und habt dann dieses Outfit. Ich zeige es euch jetzt gerade mal, dass ihr seht, dass es nicht verschwindet. Hier jetzt im Klamottenladen angekommen, müsst ihr einfach nur an die Theke gehen und das Outfit abspeichern. Wie das funktioniert, denke ich mal, das weiß jeder von euch. Und sobald ihr das Outfit dann gespeichert habt, könnt ihr das mal gleich mal probieren, ob das auch funktioniert. Und also nicht erschrecken, es wird am Anfang nicht angezeigt. Deswegen müsst ihr auch, wenn ihr das Outfit dann wechselt, zweimal draufdrücken. Das ist wie bei den Outfit-Glitches mit dem Schlauch von dem Fliegerhelm. Also ich wechsle jetzt gerade mal ganz kurz das Outfit. Wie ihr seht, zack, zack. Wieder das normale Test-Outfit. Dann müsst ihr nochmal die X-Taste drücken und dann seht ihr schon, hat geklappt. Wunderbar. So, das war es auf jeden Fall mit dem Glitch. Er ist zwar jetzt nicht so übertrieben brutal gut, aber ich finde, für ein paar Stunden nach einem Update einen komplett neuen Outfit-Glitch euch zu zeigen, finde ich eigentlich doch sehr geil. Also Jungs, ich bin raus, macht's gut und bis dann. Ciao, euer Zeddy.